Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von uns Void. Und zwar wurde uns in den Kommentaren die Frage gestellt, wie hast du Waypoints in WoW erstellt? Was hast du für Makros benutzt, was für ein Addon? Und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Und zwar zuallererst, wozu benutze ich die Dinger überhaupt? Und zwar brauche ich oder nutze ich dieses Addon sehr gerne dafür, um mir die Position von einem in der Welt spawnen ein Item zeigen zu lassen, und zwar von Blute von Helden. Diese Blute von Helden brauche ich, hier habe ich einmal 26 Stück, diese Dinger brauche ich dafür, um den Ruf bei einer bestimmten Fraktion zu farmen, die sich die Chandrala nennt. Die Chandrala sind im Düsterbruch zu Hause in einer Bibliothek in Düsterbruch West, und dort muss man Buchbände hinbringen, mitsamt makellose schwarzen Diamanten, wovon ich noch 27 habe, große glänzenden Splitter und halt den Buchband plus einem besonderen Material, wie zum Beispiel Schattenhaut, davon habe ich aktuell 4, ausgefranste Monstrositätenstickerei, die bekommt man in Stratäume, die Schattenhäute in Scholomance, wie ihr schon in einem Stream gesehen habt, vielleicht, und Blute von Helden. Diese liegen in den östlichen und westlichen Pestländern. Großartig farmen mache ich die eigentlich nur in den östlichen, weil das reicht als Rundgang und bietet sich dafür auch eigentlich ganz gut an. Und zwar habe ich hier 5 wundervolle Addons, auf die ich lediglich raufdrücken muss, und schon habe ich hier ganz viele Wegpunkte auf der Karte. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich diese Wegpunkte erstellt habe. Dafür gehe ich jetzt einmal in die Makros. Und habe hier die Makros von meinem Charakter. Und hier sehen wir gleich schon die Makros Blut 1 bis Blut 5. Und zwar sind das alle möglichen Wegpunkte, welche hier mit dem Befehl slash T-Way Leerzeichen Zahl erstellt werden. T-Way heißt dann einfach T für TomTom, Way für Weg, ne? Obvious. Ist halt der Befehl dafür. Und die Zahlen sind die X oder und oder die Y-Koordinaten. Und aufgrund dessen werden halt diese Punkte hier auf der Karte erstellt. Ebenso gibt es zu diesem Addon halt diesen Wegpunkt-File. Ja. Da könnt ihr einfach Rechtsklick auf 1 setzen und dann wird es euch als nächstes beim Richtungspfeil angezeigt. Und dann, sobald wir diesen Wegpunkt erreicht haben, wird uns der nächste Waypoint auf unserer Karte angezeigt und dort führt uns der Pfeil hin. Somit kann man eigentlich auch, wenn man nicht nachdenken möchte und nicht so seiner perfekten Route laufen möchte, einfach Brain AFK hinterherrennen. So mache ich es jetzt zum Beispiel gerade, obwohl wir hier eigentlich schon vorbeigerannt sind. Und manchmal gibt es wie jetzt zum Beispiel das Phänomen, man steht auf dem Wegpunkt und der erkennt nicht, dass wir da sind. Kann man einfach einen Rechtsklick drauf machen und den Wegpunkt entfernen und dann schnappt es sich einfach den nächsten Wegpunkt in der Nähe. Und darunter sehen wir sogar, wie lange wir brauchen, wenn wir dort straight drauf zulaufen. Die Makros kann ich euch gerne einmal unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr euch die auch einfach kopieren könnt und einfügen könnt. Das Addon TomTom, wo ich diese ganzen Wegpunkte hierfür habe, jetzt haben wir es nochmal mit dem Nicht-Erkennen. Das verlinke ich euch auch unten, und zwar könnt ihr euch das bei CurseForge einfach herunterladen. Ich benutze die aktuellste Datei. Ich habe es über WowUp installiert, das ist eine Modifikation, wo ihr einfach von dort aus gleich Addons herunterladen könnt, aber aktuell ist da so ein bisschen Struggle und da gibt es nicht mehr so viele Addons und sonst was. Deshalb würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall über CurseForge einfach herunterzuladen und zu installieren. Und dann braucht ihr lediglich nur noch die Makros schreiben und ab geht's. Dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt auch Glück haben und hier noch eins von diesen Blute von Helden finden. Mal sehen. Ich glaube, bis jetzt habe ich nicht bei allen Wegpunkten was gefunden. Es gibt ein paar, da weißt du, okay, da spawnt auf jeden Fall was. Manche sind ein bisschen seltener, manche... Also der Spawn-Timer ist auch sehr hoch von den Dingern. Ich glaube zwischen 2 und 8 Stunden oder 4 bis 8 Stunden oder irgendwie sowas. Und wenn du natürlich einige Leute hast, die das farmen, benutzen die halt leider die gleiche Methode und rennen deine Wegpunkte runter.
sodass du, wenn du Pech hast, vielleicht auch mal an einem Tag gar nichts findest. Aber das wollen wir natürlich mal nicht hoffen. So, wir laufen jetzt hier einfach nur stumpf unsere Wegpunkte ab. Aber leider gar kein Glück gerade. Hier ist auch keins. Na, sage mal. Dann haben wir hier vielleicht eins. Nö. So, mal schauen. Vielleicht haben wir jetzt hier oben Glück. Und zwar laufen wir jetzt hier einmal den Berg hoch. Und da ist sogar eins. Perfekt, geil. Wenn ihr die Dinger hier habt, die sind nicht immer perfekt auf der richtigen, also genau auf der Koordinate. Aber wenn, dann erkennt man diese ganz gut. Am besten würde ich die immer hier so ein bisschen weit weg looten. Und zwar könnt ihr es dann mit dem Insta-Einsammeln sammeln. Und wenn ihr ein bisschen schneller seid und der auf der anderen Seite spawnt, könnt ihr von den Viechern weglaufen. Und zwar spawnt da immer ein 59 bis 61 leveliger Elite draus. Ein bis zwei Elite jedenfalls. Und wenn ihr natürlich in dem Level seid, sind die tödlich. Denn die hauen nämlich so einen schönen Slow auf euch raus. Und dann kommt ihr da überhaupt nicht mehr weg. Allerdings ist es gerade als Paladin, in meinem Fall jetzt als Retri, ein bisschen höher levelig, beziehungsweise max levelig, kein Problem. Das war es eigentlich auch schon. Die ganzen Wegpunkte könnt ihr jetzt ablaufen. Ich hoffe, ihr habt viel Glück. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, es bringt euch auch etwas. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar unten in die Kommentare rein. Und dann freue ich mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!